muss ich mal gucken, was ich da jetzt mache. Thomas, grüß dich. Herzlich willkommen. Was hast du geschrieben? Dein Blech ist für dein Bastelzimmer aus dem Blech gekommen. Was? So, voll Akku. Warte mal, wo bin ich denn hier eigentlich? Rüber und davor. Es gibt nur einen Repeater. Was soll das sein? Ich die Gasflasche mich jetzt ja nicht mitschleppen. Da kommen aber noch zwei mit Zombie-Akalypse. Ich hab den Fritz-Repeater. Teuer, aber sehr gut. Ich glaube, den habe ich auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt 3000. 1200 AX hier. Den hier. Der ist aber okay, also der macht schon Netz bis runter, aber wie gesagt, um die Ecken nicht. So, überlege ich, hatte ich auch noch den anderen, hatte ich noch angemacht. Den billigen. Unten dann im Keller eine Steckdose, dass der Kleine dann unten nochmal den Rest verstärkt. Oh, er kommt auch nicht um die Ecke. Oder um die zwei Ecken sozusagen. Ja, warte mal, warte nicht hier mal irgendwo eine Tür? Oh, da vorne ist Steffi. Und natürlich kaskadierfähig. Nee, nicht nehmen, was meinst du? Nun überlege ich, ob ich vielleicht noch ein LAN-Kabel in den Repeater reinstecke und das Kabel dann ein bisschen in den Keller runterziehe. Das könnte vielleicht gehen, weil er Mesh unterstützt. Naja, ich habe keine Fritzbox oder sowas, ich habe von der Telekom den Router. Also ich habe weiß gar nicht, ob das dann auch mesht sozusagen.
Hat einer in der Tasche rumgewühlt. Oh, ich kann hier noch vor und zurückrollen. Ich glaube, das falsche Haus. Durch Mesh kann der Router und der Repeater kommunizieren. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe Fritz. Wenn ich etwas im Netz verteilen will, stecke ich einfach einen USB-Stick in den Router neben eine Festplatte und so weiter. Ja, aber Fritz ist halt auch relativ teuer und ich habe jetzt keine Fritzbox. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie jetzt hier im Mesh auf Fritz-Basis aufbauen kann. Glaube ich nicht. Ich muss in die Hütte eigentlich, wo das Stacheldraht, der Stacheldraht auf der Treppe liegt. Da muss wohl ein MG sein. No Loot steht hier. Okay, gut zu wissen. Meine Ex war teuer. War ich schon? Ja, für den kleinen, den ich jetzt habe, da hast du auch 80 Flocken hingelegt, aber das ist ja auch nicht gerade mal recht billig, wenn du so willst. Auch nicht gerade geschenkt. Weiß nicht. Ich glaube, hier vorne ging es ja gar nicht weiter, ha?
überall Gasflaschen. Wo bin ich denn hier jetzt? Okay, den haben wir. Das stimmt doch aber nicht. Lass mal schnell was essen hier. Ah ne, ich habe ja hier die Knusperflocken. Stress in aller Frühe. Warte mal, kann ich auch noch ein paar Knusperflocken essen? Das Ohr hat ja gar nichts. Hat ja gar nichts bis voll gemacht. So, das stimmt aber nicht, was Pestini da gesagt hat. Nee, weil ich bin doch nicht in Nakatania. Ja, Nakatania ist doch da drüben, oder? Nakatani. Er hat gesagt, hey, da drüben in Nakatani. Habe ich doch schon gesehen, dass das nicht stimmt. Also die haben... Oder die haben das falsch auf der Map markiert oder so. Er hat ja nicht gesagt, Nakatani, er hat gesagt... Er hat gar nichts gesagt, das ist einfach hier gewesen.
Und dann haben sie halt seine Location eingeblendet, wo die MGs stehen, also der Granatwerfer und das MG. Eins war im Nakatani, was es ja definitiv nicht ist. Und eins war wohl in der Polizeistation. Oder das stimmt auch wieder nicht. Keine Ahnung. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Polizeistation... War ich da... Ich weiß nicht. Ist die Polizeistation das, wo wir in die Luft geflogen sind? Weil da konnte es ja, glaube ich, hochgehen, die Treppen. Und da lag Stacheldraht auf der Treppe. Ich kann mich an den Stacheldraht erinnern. Ich weiß auch nicht, was es war. So, und dann müsste man nämlich jetzt da rüber rennen, am Gagarin vorbei. Warte mal, er hat auch noch irgendwas von... Die waren auch noch hier an so einem Schild, glaube ich, irgendwo. Er hat hier irgendwie da einen angequatscht. Hallo, hallo, Sir, Sir, what's your name? Ja, da kam dann hier hoch und dann hat er gesagt, hier an dem Schild ist irgendwas. Was soll hier an dem Schild sein? Die sind alle zwei hierher gelatscht. Erst Pestilli und dann der andere. Oh ja, ist doch nichts. Ist doch nichts. Müssen wir bloß noch hier. Locate the USIC PMC Group. It's a parking lot of Terra Group Complex. Ah, Terra Group Complex. Okay. Locate the Lab Scientists on Ground Zero. Oh. Da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Terra Group kann ich mir noch vorstellen, aber Lab Scientists. Ist ja gut, mein Junge, beruhige dich. Was? Aber. Man sieht ihn ja nicht. Und gleich kriegst du wieder einen 100 Meter Headshot mit Bugs. Bugshots. Da war Ruhe im Karton. Er wollte wahrscheinlich irgendwas von Monosuka faseln. Nee. Da haben sie mich schlecht zugenagelt. Haben sie ja auch mit gar nichts hier ausgesetzt. So, Geld mit, ja. Das sind meine Exits. Also bloß Nakatani und Polizeistation.
ganze Kerl nur eine Weste. Glaube, hier sind wir richtig, oder? Okay. Ist auch nicht die Polizeistation. Ach nee, doch. Ist die Polizeistation. Aber Nakatani im Auffall. Schläft er auch schon bei mir oben rum? Ich fühle mich ja gar nicht wohl. Ne, es sind zwei, die rennen unten rum. Completed. Okay, ich muss nicht mal surviven und extracten. Das ist gut. Jetzt muss ich bloß noch die blöden Wissenschaftler finden. Ja, wie schlagartig du hier irgendwie scheinbar schon wieder eine andere Soundbox reinkommst. Bist du immer noch im gleichen Zimmer? Nehme ich doch mal den Quatsch mit hier.
Noch habe ich ein bisschen Platz. Geistern immer noch Leute hier ums Parkett. Das ist ja auch mal richtig gelohnt, Junge. Das ist immer relativ gut durch den Fahrrad dran, die kann man nicht sagen. Total angespannt schon wieder. So, warte mal, ich muss nochmal die komische Quest lesen. Locate the Usic PMC Group. Im Parking Lot bei Terra Group. Locate the Lab Scientist on Ground Zero. Quatsch, wie sagt die Zeit? Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Meine schöne PS-Munition geht bald zur Neige. Kann ich nur noch das hier spielen? Der feine Herr gönnt sich eine Mosin. Валикует!
wollt ihr ernst machen? Mit uns. Ihr wollt uns wohl den Haufen schießen? Der Sack. Oh, essen muss ich auch mal wieder was. Ja, zieh ich mir jetzt erstmal hier mein Duschonka rein. Spüle kurz nach. Und dann geht's weiter. Wir haben noch Zeit. Macht mal nicht so einen Stress, Jungs. Könnte sich eigentlich auch verpissen und dann nochmal rein, aber ich will das eigentlich jetzt abhaken. Was? Ja, tschüss. Naja, jetzt nicht. Mein Gott, warum geht denn immer jeder nur auf den Sack? Man kann man nicht einmal seine Ruhe haben, Menschenskind. Zu tun hier. Ich habe am Anfang gedacht, das ist das Sketchspiel oder sowas. Wie ein Hund ohne sowas. Oh, da hat auch eine Mose da drüben. Besser. Was gerannt, wie von der Tarantel gestochen. Nein! Hier ist die Tür offen, ich lasse eine ein. Terracrew war da drüben, glaube ich. Genau, das ist Polizeiauto. Hallo? Oh, ein bisschen gedauert. Komme ich nur rein in die Bude? Куда он запропал?
drin ist aber auch noch einer rumgestiefelt. Hier liegen es aber auch wie gesiebt. Warte mal, Thomas, ich muss mich kurz konzentrieren. Ich lese es gleich. Wir haben noch 12 Minuten. Ich muss hier noch irgendwas finden und ich weiß nicht wo. Im Parking, auf dem Parkdeck war das ja die U6. Aber auch noch irgendwie einen. Aber irgendwo noch ein Wissenschaftler. Parktech, wo ist denn hier das Parktech? Da liegen sie rum, Junge. Sind das die toten U6? Ich weiß es nicht. Warum tut der Josef eigentlich? Ich habe noch nichts gefunden. Ah, okay. Oh, komm doch nochmal her. 10 Minuten noch. Das sollte zu schaffen sein. Jetzt brauchen wir bloß noch den toten Wissenschaftler. Ground Zero, was? Kann ich reingehen oder fliege ich hier in die Luft? Nicht, dass ich auch so verlockendes Angebot hinstellen und du gehst drauf.
Ground Zero. Ground Zero, hört sich an wie irgendwas hier zusammengestopfter Haufen da vorne. Warum habe ich keinen Wissenschaftler gesehen? Hier ist auch irgendwas zusammengestopft. Und Zero, würde ich doch sagen, ist doch hier dieser Müllhaufen oder was? Ich weiß es nicht. Aua! Keine Lust mehr. Ich will hier raus. Was ist besser, Mesh oder WLAN? Mesh-WLAN. Alle wissenswerten Informationen, Telekom Mesh-WLAN. Sie hören sich flächendeckend mit hohen Übertragungsraten. Hab's kopiert, naja. Ich glaube, wenn die vom gesamten Haus reden, meinen die keine 60 cm dicken Wände. Es muss ja im Keller, im Haus habe ich ja alles, wunderbar. Das sind ja auch, ich bin ja jetzt im Dachgeschoss, dann kommt das erste dann kommt das Erdgeschoss, dann kommt der Keller. Also es ist, Haus ist auch nicht gleich Haus. Verstehst du? Das ist ja im gesamten Haus. Wenn du hier bloß irgendwie so ein Bungalow hast, dann ist das okay, dann kriegst du es lässig hin. Vielleicht auch noch eine Zwei-Etagen-Wohnung, keine Ahnung. Aber wenn du hier über 4 Etagen musst, dann ist das, sieht die Sache schon ganz anders aus. Wie viel XP haben wir gekriegt? 3700. Zieh durch, ja! Erbarmungslos, Level 5 geworden. Mist.